Oh. Geht das Schiff jetzt unter? Wir sind draußen. Es regnet ja. Wir sind tatsächlich draußen angelangt. Aber was ist das? Ist das so eine Monstermaschine, die sich bewegt? Okay, schnell weg hier. Sind das Möwen? Haben wir es jetzt geschafft? Sind wir draußen? Wir sind echt auf einem Schiff, ne? Ich hab's gewusst. Wow. Müssen wir jetzt rauf? Wahrscheinlich, ne? Krass. Wir sind echt auf dem Schiff. Gut, war meine Vermutung ja echt richtig. Jetzt das Rohr hoch. Ist denn das für ein komisches Schiff, bitteschön? Das rechts scheint eher halt normal sowas wie die Titanic zu sein, wenn nicht sogar ein bisschen kleiner. Und das linke ist so ein mega Ding. Als wäre das wie so eine Art Dorf auf einem Schiff. Krass langer Weg, du. Gehen wir jetzt wieder rein. Ich will da nicht wieder rein. Ich bin eigentlich froh. Eigentlich froh, draußen zu sein. Ich glaube, wir bleiben auch draußen. Ich glaube, wir haben es drin tatsächlich geschafft. Also ich hoffe, ich habe es nicht. Die haben echt Masken an. Also die Leute haben da jetzt Masken an. Sind die alle so fett geworden? Was ist denn mit den Leuten? Und die Kinder werden direkt weggenommen, oder wie darf ich jetzt? Nein, wir gehen wieder rein. Ich will da nicht wieder rein. Freunde, ich will da echt nicht wieder rein, also. Nee. Ich dachte, wir haben es jetzt. Aber wir haben Miss Geisha noch nicht gefunden, ne? Ich denke, Miss Geisha wird noch eine kleine Rolle spielen. Weil davon hatte sie ja wirklich den krassen Albtraum. Am Anfang noch, bevor sie aufgewacht ist. Auf ihrem Koffer. Dann ist die Frage da, dass dieses Mädchen halt wirklich sehr klein ist. Wie alt ist sie denn? 3? Warum vibriert es, als würde es laufen? Ach so. Deswegen. Kann ich einfach hochkrabbeln oder sehen die mich? Weil hier ist ja jetzt nicht wirklich irgendwie Abstand, ne? Ich glaube, die da, die noch nicht... Da ist sie! Miss Geisha. Oh Gott. Hat sie mich gesehen? Sie guckt genau hier hin. Oder guckt sie eher auf die Neuankömmlinge? Oder guckt sie auf mich? Man weiß es nicht, ne? Die Augen sind schon sehr creepy, muss ich sagen. Jetzt erinnert es mich so ein bisschen an Chihiros Reise ins Zauberland. Und mit einem Misch aus das wandelnde Schloss nur auf dem Wasser. Also, das ist quasi ein Ghibli-Albtraum. Wetten, die alte Kürt jetzt gleich hier irgendwie. Oh. Hier gibt's Kuchen und Fleisch und Würstchen und dicke Menschen. Der ist nur aufs Fressen konzentriert. Der hat auch schon relativ viel Infos, muss ich sagen, mit den ganzen Tellern links und rechts. Nein! Ich bin kein... Nein! Nein, warum? Nein! Der hat mich gegessen, wie widerlich. Warum rennt sie da auch? Boah, der ist voll schnell. Bah! Hau ab! Verpiss dich!
Alter. Igitt. Widerlich, ist das widerlich. Mir fehlen gerade so die Worte. Dafür muss ich mich auch erstmal erholen. Erstmal jemanden drücken. Komm, ich muss doch bestimmt hier hoch, oder? Ich muss bestimmt da hochklettern. Das sieht so nach Klettern aus. was war das denn? Bin ich geglitscht? Habt ihr das gesehen? Hä? Muss ich nicht hier hoch? Hui! Muss ich jetzt echt da auf die Theke oder wo muss ich hin? Ach du Scheiße, ich muss hier einmal durchrennen jetzt, ja. Nein! Boah, ist das fies und widerlich. Der stopft sich den ganzen Arm in den Rachen. Kann ich mir das Ganze abkürzen tatsächlich? Kann das sein? Ups. Dass ich nur beim letzten rein muss? Dass das quasi nur so ein Abfuck vom Spiel ist, dann nochmal. Ups. Kriegen das jetzt nicht hin. Hallo? Spring an die Würstchen. Na hopp, spring an die Würstchen. Ich komme da ja gar nicht hoch. Das sieht alles so widerlich aus. Habe ich das jetzt hier? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was das genau bedeutet mit diesen Knuddeln von diesen Wichteln und Lampe anmachen. Lampe ist an, Wichtel ist weg. Okay, vielleicht befreien wir die tatsächlich dadurch. Ich habe keinen Plan. Also das wurde ja gar nicht erklärt. Eigentlich wurde hier überhaupt nichts erklärt, außer mal ein bisschen die Steuerung. So. Kurvig. Weg. Weg. Mess. Geben sich aber dann auch keine Mühe mehr, ne? Achso, ich muss hier. Hier rüber. Und ich. Nein, ich muss das nochmal machen. Oder. Wartet mal. Kann ich mir den Stuhl vielleicht nehmen? Wofür ist das denn da? Der Stuhl steht zu weit unter der Theke. Ich komme nicht an. Heißt, wir machen das Ganze nochmal. Komme ich hier eigentlich auch auf? Ja. So, nein. Nein! Oh Mann, diese Bitch, das ist viel zu eng. Mann. Sie immer so krass aufwacht. Aber wieso kann ich mich denn da an den Stuhl klatschen, wenn ich, na, ist auch egal. Ich kann ihn ja auch nicht bewegen. Ist viel zu schwer. Und der ist zu nah dran. Und da, auf den komme ich nicht drauf. Komm nur auf den hier. Nein.
Sie rutscht da an der Kante auch ein bisschen aus. Das ist auch echt blöd. Also langsam, also diese Szene nervt mich gerade extremst. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich jetzt zum dritten, vierten Mal machen muss. Ich verstehe das mit den Würstchen hier nicht. Ich drücke immer. Hier ist richtig. Ach, was weiß ich. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich muss zwangsläufig immer hier über den Stuhl und dann über die Theke laufen. Das ist echt ätzend an der einen Stelle da. Ja, das ist nämlich viel zu eng. Es ist viel zu eng. Also das nervt mich gerade extremst. Und ich finde es echt blöd, dass man, wenn man es geschafft hat, dann wieder da unten wach wird und nicht, ja, woanders. Ich fange aber jetzt nochmal ein Stückchen weiter nach außen an, weil da hat es irgendwie so, so, so. Ja, weil die Flaschen umkippen. Oh mein Gott, okay. Wir haben es geschafft. So, und hier komme ich ja nicht hoch. Ich muss dahin. Okay. Und dann hoch. Das haben wir jetzt geschafft. Das ist gut. Oh, das ist dieses Fressgeräusch. Ist auch echt eklig, muss ich sagen. Und dann muss ich darüber springen. Ach du Scheiße. Okay, Parcours. Nee, hoch. Okay. Nein, hebt nichts. Das wäre jetzt der perfekte Augenblick, wenn sie Hunger hätte, ne? Mal hier was zu essen. Also sie hebt es nur auf, ne? Na gut, okay. Ich glaube, hier geht ihr auch jegwilliger Appetit weg. Das ist echt eklig. Okay, jetzt sind wir hinterm Zaun. Das muss irgendwas passieren. Sein Identikit da bricht jetzt raus. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, interessant. Hier ist nämlich gerade so ein Pilzkopf rumgelaufen, deswegen habe ich gesehen, wo ich hin muss. Aber auch nur deswegen. Und nun? Ich komme nicht nach oben, ich komme nicht zurück. Oh mein Gott. Okay, ich dachte schon gerade, ich muss jetzt wieder warten, bis er weg ist. Oh nein. Hallo? Boah, ist das ätzend, der ist so übel schnell. Und hat mich. Aber ich muss mich da unten verstecken. Ich habe das gerade gesehen. Ich hoffe, ich lande jetzt auch wieder am Aufzug. Ja, perfekt. Lauf, 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 lauf. Der ist noch gar nicht da, den hätte ich noch gar nicht gesehen. Gut, 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 gut. Der hat dich nicht gesehen. Perfekt. So, der kommt wahrscheinlich eh hier rein. Und muss bestimmt mal aufs Klo.
Oh nein, echt jetzt? Muss er wirklich jetzt aufs Klo? Nee, er geht wieder raus. Ja, schön, aber wie komme ich denn jetzt? Muss ich hier jetzt die Tür aufmachen? Ja, gut, das ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich denn jetzt aus der Tür wieder raus? Das ist ein Spiegel. Ich kann hier auch nicht schieben, auf die Dose kann ich nicht springen. Ja, da kann ich auch nicht rausspringen. Nein, es ist einfach nicht möglich, auf Dinge drauf zu springen. Hä? Wie komme ich jetzt? Komme ich hier jetzt raus? Ja. Hä? Also wir kommen auf jeden Fall da oben noch lang anscheinend, so wie es aussieht. Aber wie komme ich jetzt erstmal hier raus? Ich kann die Rohre nicht hochklettern. Na, hier vielleicht drauf. So richtig eklig. Ne, das macht sie nicht. Wieso bin ich auch immer so dreckig? Bah. ja. Also bisher war alles sehr offensichtlich, aber jetzt gerade muss ich sagen, ich komme gar nicht so klar. Hallo, kannst du bitte mal, weil ich habe was vor. Nein. Hä? Jetzt verstehe ich gerade so nichts. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Kann ich ihn aufheben? Das wäre witzig gewesen, wenn ich das könnte. Hier komme ich nicht rauf. Sie kann sich da zwar hochziehen, aber sie kommt da nicht drauf. Und aus Waschbecken komme ich hier auch nicht. Okay. Ich dachte vielleicht jetzt irgendwie hier oben raus, aber anscheinend kommen wir da gleich raus und gehen dann durch das Rohr und dann durch die Stäbe. Aber wie komme ich denn jetzt die Tür raus? Ich muss ja offensichtlich durch die Tür zurück. Aber ich kriege die Tür nicht auf und ich habe hier nichts zum Schieben. Privatklo oder was ist das hier? Hä? Ah! Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, weil ich mich zugebaut habe. Ah, okay. Ach nee, ich muss hier hoch. Ah, okay. Alles klar. Ja dann. Ah, und komm dann. Okay. Das mit dem Spiegel war auch echt Zufall, weil der eingerissen war. Ich dachte, ich probiere es einfach mal. Es war gar keine richtige Absicht. Das war eher so ein Akt der Verzweiflung.
So, jetzt geht meine Stimme gerade weg. Sehr gut. So wollen wir das. Es ist so widerlich. Jetzt gehe ich mal ein bisschen langsamer, weil ich echt Angst habe, hier runterzufallen. Das möchte ich jetzt ganz ehrlich nicht. Mit der Kameraführung ist auch echt tricky, muss ich sagen. Ah ja, da war so eine doofe Geisha. Vielleicht muss er einfach da runter und dann mit dem Aufzug runter. Scheint zumindest so. Okay. Dann machen wir das. Oder geht's rauf? Es geht rauf. Nee, es geht rauf. Oh, Gott sei Dank. Es geht nach draußen. Also geht weiter hoch. Und hoch ist immer... immer gut, weil das heißt... es könnte nach draußen gehen. Ich guck mich erstmal wieder um. Und jetzt geht's rechts rum. Machen wir Feuerzeug aus, weil hier ist ja jetzt Licht. Feuerzeug brauchen wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich, lauf einfach mal. Ich hab ein bisschen... oh mein Gott, das ist echt wie Chihiros Reise ins Zauberland, ey. Oh Gott, ist das widerlich und ekelhaft. Und Oscar werden immer mehr. Oh Gott. Akku, diesen Tisch. Aber ich denke mal, diese Masse von Menschen, das hält keinen Tisch auf. Es ist so widerlich. Es ist so widerlich. Es ist so ekelhaft und... oh ja. Ah, nein! 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 Es hat... sie ist festgebackt. Sie ist nach links gesprungen und dann ist sie festgebackt. Ich muss die Scheiße nochmal machen. Ich denke aber, sowas krasses ist wahrscheinlich echt jetzt langsam Endspurt. So. Und es ist so diese Masken dabei noch. Ist das echt widerlich, ey Leute. Das ist echt richtig widerlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dip, 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 dip. Gott, Gottes Willen. Um Gottes Willen, Alter. Das ist mal jetzt krass gewesen. Ich war richtig angespannt. So, wir machen ein Lämpchen an und gucken den nochmal zu. Aber wir können den gar nicht mehr zugucken. Okay, dann gehen wir weiter. Denken wir, dass wir langsam auf Mrs. Geisha treffen. Ah nein, wir haben schon wieder Hunger. Du warst vorhin die ganze Zeit in der Speisekammer von Essen umgeben. Du hättest 50 Mal essen können, Kind. Ist da was? Nein. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder Mrs. Geisha trifft uns jetzt. Und sammelt uns ein und will uns auch mästen. Weil wir wollen ja quasi aus dieser Mastanstalt raus. Ist da was drin? Nein, das ist auch anscheinend nur ein Blumentopf. Ah, da. Da ist ein Einzelwürstchen. Na komm, das schaffst du. Geholfen. Und dann bringt sie einfach einen um. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh nein.